Wir werden diese Welt verlassen. Und wenn wir sie verlassen, müssen wir es schaffen, dass wir sie verlassen. Mit was? Zwischen unseren Lippen, aus dem Herzen. La ilaha illallah. Das muss ausgesprochen werden. Aber glaub es mir, mein Bruder, meine Schwester, wenn du nicht danach lebst, wirst du es nicht sprechen. Wenn du nicht danach lebst, wirst du nicht so sterben. Wenn du nicht danach lebst, wird es Allah nicht erlauben. Wird es Allah Azza wa Jalla nicht erlauben. Ich habe Menschen gesehen, der ganze Körper hat sich bewegt, seine Lippen konnten nicht sagen, La ilaha illallah. Einfache Buchstaben im Arabischen, Lam und Alif. Ganz einfache Buchstaben. Keine Ein, kein Ba, kein Wa. Ganz einfach, konnte seine Zunge nicht sprechen. Weißt du warum? Weil wenn wir sterben, redet nicht mehr der Mund, redet das Herz. Und das, was in dein Herz ist, kommt nach außen. Darum siehst du Menschen sterben und singen. Menschen sterben und erzählen irgendwelche Sachen. Menschen sterben und rufen nach Leuten, weil das in ihr Herzen ist. Was in dein Herz ist, das macht dein Körper. Was in dein Herz ist, das macht dein Körper und sucht dein Körper. Merkt ihr das? Das, was du in deinem Herzen hast, hast du auch im Kopf.